Letzte Woche wurden die Ig-Nobelpreise verliehen. Wenn ich von dem Ig-Nobelpreis höre, was mir sofort einfällt, ist die Frage, ob die menschliche Levitation möglich ist. Das heißt, ob man Menschen trotz Gravitation in der Luft schweben lassen kann. Ist das physikalisch möglich? Was hat Levitation mit dem Ig-Nobelpreis zu tun? Und was ist überhaupt dieser Preis? Wofür wird er verliehen? Das und viel mehr erzähle ich dir heute. Bleib dran! Mach eine Folge zum Ig-Nobelpreis, fragte er mich. Oder was findest du besser, einen Nobelpreis, einen Ig-Nobelpreis oder vielleicht einen Darwin-Preis zu bekommen? Sehr lustig. Es gibt übrigens nicht nur den Darwin-Preis, davon haben schon alle gehört, sondern auch eine Darwin-Medaille, Darwin Medal. In unserem Institut gibt es sogar einen berühmten Biologen, der die Darwin-Medaille eigentlich hat, aber den Darwin-Preis nicht. Noch nicht. Auf jeden Fall, was ist der Ig-Nobelpreis? Sehr kurz, dieser Preis wurde ungefähr vor 30 Jahren gegründet, um, warte, ich lese das vor, Menschen zuerst zum Lachen und dann zum Nachdenken zu bringen. Das ist ein Scherzpreis oder Prankpreis oder satirischer Preis, der normalerweise für die Entdeckungen vergeben wird, die man wirklich nutzlos findet oder naiv findet oder extrem seltsam findet. Und deswegen heißt dieser Preis Ig Nobel. Das ist gleichzeitig eine Ableitung vom lateinischen Nicht-Nobel und eine Anspielung auf den Namen von Alfred Nobel, der den echten Nobelpreis gegründet hat. Der Ig-Nobelpreis wurde von Mark Abrahams gegründet, der auch für viele andere wissenschaftlich-satirische oder satirisch-wissenschaftliche Projekte bekannt ist. Zum Beispiel war Abrahams der Editor der satirischen Zeitschrift The Journal of Irreproducible Results, das heißt die Zeitschrift für nicht reproduzierbare Resultate. Und jetzt leitet er die andere wissenschaftliche Zeitschrift The Annals of Improbable Research, das heißt die Annalen der unwahrscheinlichen Forschung. Ich war immer ein großer Fan von dieser Zeitschrift, The Annals of Improbable Research, und war, ich erinnere mich, extrem stolz auf meine Leistungen, als 2010 sie meinen Blogpost auf ihrer Webseite zitiert haben. Damals war ich ein Kind, ein Doktorand und habe einen Blog auf Englisch geschrieben. In diesem Beitrag ging es um Dmitri Mendeleev, den russischen Chemiker, und die Entdeckung von Wodka. Zu diesem Thema habe ich eigentlich ein bisschen 10 Jahre später ein Video gedreht. Es gibt auch Merch, die sich herstellen, zum Beispiel diese Tasse, die ich in den USA gekauft habe. Im Gegensatz zum Nobelpreis, der in Europa, in Schweden verliehen wird, ist der Ig-Nobelpreis eine rein amerikanische Sache. Er wird nicht nur in den USA verliehen, sondern in der intellektuellen Hauptstadt der USA, Cambridge, Massachusetts. Bitte nicht mit dem Cambridge in Großbritannien verwechseln. In Cambridge, Massachusetts befinden sich die Harvard-Universität, wo ich auch 3 Jahre lang gearbeitet habe, und das Massachusetts Institute of Technology, das MIT. Und der erste Teil der Ig-Nobelpreis-Zeremonie findet an der Harvard-Universität statt und der zweite Teil am MIT. Und jetzt gebe ich dir ein paar Beispiele aus diesem Jahr, damit du ein Gefühl bekommen könntest, ob du da überhaupt eine Chance hast, sowas zu bekommen. Zuerst der Biologiepreis wurde an 3 schwedische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen fürs Analysieren der Menschen-Katzen-Kommunikation. Also sie haben viele ziemlich gute wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, in denen sie das Schnurren und das Miauen von Katzen irgendwie analysiert haben und irgendwelche wissenschaftliche Schlüsse gezogen haben. Der Ökologiepreis. Sie haben viele frei erfundene Kategorien, nicht nur Physik, Chemie, Medizin, Literatur, was bei dem Nobelpreis gibt. Der Ökologiepreis wurde dieses Jahr verliehen für die genetische Analyse von Bakterien auf Kaugummis, die Sie, also diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf der Straße in verschiedenen Ländern gefunden haben. Also sie haben die Kaugummis auf der Straße gesammelt in verschiedenen Ländern und die genetische Analyse von Bakterien darauf durchgeführt. Chemie, das wird noch wilder, ich verspreche. Sie haben eine chemische Analyse durchgeführt
von der Luft in Kinosälen, damit sie bestimmen können, ob es eine Korrelation gibt zwischen dem, was Leute sich auf dem Leinwand anschauen und den Gerüchen oder den Düften, die ihre Körper erzeugen. Das heißt, ob Leute einen anderen Duft erzeugen, wenn sie gewaltige Szenen sehen oder Sexszenen, weiß ich nicht. Wirtschaftspreis. Der Wirtschaftspreis 2021, das ist eigentlich sehr nützlich. Sie haben entdeckt, dass das Übergewicht oder die Fettleibigkeit von Politikern eigentlich ein guter Indikator ist für das Niveau der Korruption in diesem Land. Es gibt viele andere Preise hier, aber Physik ist das, was uns hoffentlich am meisten interessiert. Und in Physik wurden sogar zwei Ig-Nobel-Preise verliehen. Den einen in Physik und den anderen in Kinetik. Sie haben das kollektive Verhalten von großen Mengen von Menschen analysiert, zum Beispiel in der U-Bahn oder im Einkaufszentrum, damit man verstehen kann, warum, sogar wenn es extrem viele Menschen gibt und sie sich extrem schnell im Einkaufszentrum zum Beispiel bewegen, stoßen sie trotzdem nicht immer, nicht jede Sekunde gegeneinander. Obwohl man sowas erwarten könnte, wenn man die Menge beobachtet. Das ganze Ding, also die Dynamik von großen Mengen von Menschen, scheint zu funktionieren, obwohl es nicht kontrollierbar und extrem chaotisch aussieht. Und zu diesem Thema gab es eine echte Physikstudie, die auch in einem guten Physikjournal veröffentlicht wurde. Sie haben 6 Monate lang die Daten gesammelt, also Menschen am Bahnhof in den Niederlanden gefilmt quasi, die Trajektorien von Menschen analysiert und dann ein Modell entwickelt, das die Beobachtungen erklären kann. Und dann 3 Jahre später haben sie einen Ig-Nobel-Preis bekommen. Und das zweite Team, das die Kinetik Ig-Nobel-Preis bekommen hat, hat demonstriert, dass alles nicht so einfach ist. Zum Beispiel, wenn die Fußgänger ein bisschen abgelenkt werden, mit einem Handy in der Hand zum Beispiel, es ist nicht mehr so einfach, die Stoße gegen die andere zu vermeiden. Auf jeden Fall finde ich solche wissenschaftlichen Werke extrem nützlich, trotz des Ig-Nobel-Preises. Und schon damals, 2018, gab es Pressreleases über diesen Artikel, da er extrem interessant und wichtig ist. Physik ist ja nicht nur Atomkerne, Quantenoptik oder Schrödingers Katzen, das ist auch eine extrem wichtige Branche der Physik, die die kollektive Dynamik von Menschen, Tieren oder Autos im Verkehr analysiert. Heute werde ich mich aber auf den Ig-Nobel-Preis fokussieren, den ich am wichtigsten finde. Das ist der Ig-Nobel-Preis an André Geim, heutzutage Sir André Geim, aus dem Jahre 2000, der einen Frosch im Magnetfeld schweben lassen hat. André Geim ist die einzige Person auf der Welt, die sowohl den Ig-Nobel-Preis als auch den echten Nobelpreis bekommen hat. 2010 gemeinsam mit Kostya Novoselov für die Entdeckung des Graphens, des neuen Materials. André Geim kann man vielleicht einen echten Genie nennen. Er hat viele Dinge entdeckt, in vielen Bereichen der Physik ziemlich berühmt. Er hat auch einen echten Artikel mit seinem Hamster namens Tisha veröffentlicht und ja, auch den Ig-Nobel-Preis für den levitierenden Frosch bekommen. In diesem Video erkläre ich dir, wie das mit dem Frosch funktioniert, warum interagiert der Frosch mit dem Magnet. Der Frosch ist nicht magnetisch, oder? Und warum es nicht so einfach ist, wie man darüber manchmal denkt. An der Schule lernt man, dass es verschiedene Klassen von magnetischen Materialien gibt. Zum Beispiel gibt es die Ferromagneten, die quasi immer magnetisch sind. Zum Beispiel die Dauer- oder die Permanentmagneten. Es gibt auch Paramagneten, die in einem Magnetfeld magnetisch werden, die man mit Hilfe eines anderen Magnets magnetisieren kann. Das Schweben oder die Levitation mit Permanentmagneten ist nicht so schwer sich vorzustellen. Hier habe ich 2 kleine Magneten, die ich an meine Tafel verwende zum Beispiel. Sie sind so geschnitten, dass sie sich in der einen Richtung hier
abstoßen, also die Abstoßungskraft kann ich deutlich spüren, und in der anderen Richtung anziehen. Also in diese Richtung gibt es eine Anziehungskraft und in der anderen Richtung die Abstoßungskraft. Und hier kannst du sofort sehen, was das Problem mit Permanentmagneten beim Schwebenlassen ist. Wenn ich versuche, diese Abstoßungskraft für Levitation zu verwenden, wird das instabil. Das obere Magnet dreht sich einfach um und zieht sich einfach an. Das passiert wegen des sogenannten Earnshaw-Theorems, das man im Elektromagnetismus lernt. Du fragst mich vielleicht, wie wäre das denn mit dem Hochgeschwindigkeitszug Transrapid zum Beispiel, der mit Hilfe von Magnetschweben funktioniert? Da ist das Schweben eigentlich auch instabil und die Feldstärke und andere Parameter müssen mehrmals pro Sekunde geändert und angepasst werden. Es gibt Gott sei Dank eine andere Klasse von Materialien, die ein wirklich stabiles Schweben oder Levitation erlaubt. Die sogenannten diamagnetischen Materialien. Das bedeutet, sie mögen das Magnetfeld nicht und versuchen, das Magnetfeld zu vermeiden. An der Schule lernt man, dass wenn ein diamagnetisches Material sich in einem Magnetfeld befindet, tauchen sehr kleine elektrische Ströme in diesem Material auf, die ein inneres Magnetfeld in die Gegenrichtung erzeugen. Deswegen gibt es eine abstoßende Kraft. Und jetzt meine Lieblingsrubrik Physik kompliziert erklärt. Diese Erklärung, die man an der Schule lernt, manchmal an der Uni mit diesen kleinen Strömen, ist im Prinzip falsch. Und ich meine nicht, dass diese Beschreibung nicht präzis genug ist oder sowas. Es stellt sich heraus, dass um Diamagnetismus beschreiben zu können, braucht man Quantenmechanik. Das heißt, wenn man versucht, dieses System aus dem Standpunkt der klassischen Elektrodynamik zu beschreiben und überhaupt alles in Betracht zieht, bekommt man als Antwort 0. Es gibt keinen Diamagnetismus in rein klassischen Systemen. Auf jeden Fall, abgesehen von der Theorie, kann man diese Folge des Diamagnetismus im Experiment beobachten, dass manche Materialien, eigentlich sehr viele Materialien, stoßen das Magnetfeld ab und können über eine magnetische Oberfläche schweben. Ein bekanntes Beispiel sind die Supraleiter. Sie sind quasi ideale Diamagnetiker und diese YouTube-Videos mit Magneten, die über der Oberfläche eines Supraleiters schweben, haben alle gesehen. Aber das muss nichts Exotisches wie ein Supraleiter sein. Wenn das Magnetfeld stark genug ist, kann man fast alles schweben lassen. Ein Wassertröpfchen, ein Nuss oder sogar einen Frosch. Und das ist genau das, was damals André Geim gemacht hat in High Magnetic Field Laboratory in den Niederlanden. Darüber hat er einen populärwissenschaftlichen Artikel geschrieben, in Physics Today, sehr empfehlenswert, extrem gut geschrieben. In diesem Artikel betont er unter anderem was wirklich Interessantes. Die Magnetfelder, die man braucht, um normale Objekte schweben zu lassen, sind überhaupt nicht so groß. Die Magnete, die er verwendet hat, die ein Magnetfeld von ungefähr 10 Tesla erzeugen, sind nur ungefähr 100 mal stärker als die Magnete, die jeder in seinem Kühlschrank hat. Und damit konnte man schon einen Frosch schweben lassen. Und was am wichtigsten ist, einen lebenden Frosch, der überhaupt keine negativen Auswirkungen des Magnetfelds auf seinen Körper gespürt hat. Abgesehen von Desorientierung natürlich. 9 Jahre später wurde dieses Experiment in einem anderen Labor mit Mäusen wiederholt. Mäuse sind uns Menschen ein bisschen näher als die Frösche. Und wer weiß, vielleicht schon nächstes Jahr kann man Katzen schweben lassen und danach Menschen. In seinem Artikel von 2000 hat André Geim schon die Bedingungen eingeschätzt, die man braucht, um ein menschliches Kind schweben lassen zu können. Also man braucht ein Magnetfeld von ungefähr 40 Tesla, was seinerseits Stromverbrauch oder Stromleistung von ungefähr 1 Gigawatt verlangt. Aber wer weiß. Okay, das war meine Geschichte für heute. Und jetzt eine Frage an dich. Also es gibt einen Nobelpreis, einen Ig-Nobelpreis und einen Darwin-Preis. Welchen würdest du haben wollen, wenn du die Wahl hättest? Schreib mir in die Kommentare und warum. Und bis zum nächsten Mal.